Okay, ein Top oder Flop, was sagt ihr? Komm, Top, das sonst, ein Top? Sonst weinen die Leute. Apple. Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und ja, wir haben super, super viel gespielt und auch sehr viel neue Spiele gespielt und sehr viele interessante Spiele. Und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt im Video. Viel Spaß. Fangen wir direkt an mit etwas? Was? Mit dem Spiel, wo ich... Mit dem Spiel, wo ich schon wusste, dass ich es nicht mag, bevor ich es gespielt habe. Aber, weil ich... Du dachtest, dass ich es lieben würde. Genau, Mortum. Mortum ist ein Detektivspiel, Story, Erlebnis, Rätsel, Spiel. Halt dieses typische, was ihr alle kennt. Aber wir sind hier im Mittelalter. Es ist düster und wir versuchen einen Fall zu lösen. Wir haben hier keine Regeln, sondern man deckt die Decks auf und spielt das. Man hat hier drei Fälle in der Box. Und dann geht's auch direkt los. Mhm. Ist von den Regeln deshalb auch jetzt nicht so aufwendig, sondern geht so ein bisschen in die Sherlock Holmes Richtung, dass man so lesen muss und das Ganze erleben muss. Das haben wir gespielt und ja, wie fanden wir das? Ah, und es dauert lange. Ich glaube, das erste zwei und danach 4 Stunden ungefähr. Genau, das erste ist halt sozusagen noch das Einsteiger. Ja, jeder hat noch so einen Charakter, den er dann mitnimmt und spielt. Wir haben uns nach der ersten Partie auch entschieden, nee, das wollen wir nicht weiterspielen. Das lag zum einen für mich daran, dass ich hier sehr viel lesen musste und das hat mich schon genervt. Wenn ich viel lesen will, dann lese ich ein Buch. Ja, und wenn ich viel lese und ich mag aber auch kein Sherlock Holmes Consulting Detective. Ne, und da musst du auch viel lesen. Ja, da muss man auch viel lesen und denke ich mir so, nee, sorry, kein Bock. Nicht nach der Arbeit noch irgendwas lesen. Und das war so, wo ich schon raus war und ich fand auch die Story tatsächlich nicht interessant. Man konnte halt zu verschiedenen Orten gehen und irgendwie hatte ich wieder das Gefühl, Open World, but closed doors. Also du kannst eigentlich überall hin, aber eigentlich musst du da hin, damit das so passiert. Und dann der nächste Negativpunkt, ich habe das mit dem Düster gesagt, das passt, keine Ahnung, irgendwie hat das nicht so gecatcht, das Thema. Ich dachte, es geht nicht in diese Richtung. Ich sag jetzt mal ins Mystische und so. Ich dachte, das bleibt so real, aber es driftet so. Düster im Sinne von, dass es um Mord geht, oder was meinst du? Ja, ich dachte, wir sind wirklich so... Also ich dachte, wir sind im Mittelalter. Ja, und dann geht es automatisch um Okkultismus, wenn es düster heißt. Für mich ist einfach die Pestzeit zum Beispiel ist ja auch düster. Und dann müssen wir jemanden suchen, der da irgendwas gemacht hat. Nein? Also, das habe ich mir gedacht. Unabhängig vom Thema, wenn man sagt, okay, sowas macht einem Spaß und das ist cool für einen. Okay, was mich auch ein bisschen gestört hat, Christoph hat das schon ein bisschen angeschnitten, dieses Open World, Closed Doors. Du hattest das Gefühl, du musstest in einem bestimmten Moment eine bestimmte Entscheidung treffen. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du einfach nur so ein bisschen im Dunkeln herumgetappt und du bist irgendwie überall gewesen. Aber irgendwie, es hat dich irgendwie nicht so richtig in die Richtung Lösungen gebracht, fand ich. Wir hatten am Ende wir hatten so einen Grundriss von dem, was eigentlich passiert ist, aber die Geschichte selber konnten wir gar nicht so, also wir konnten gar nicht die wichtigen Fragen beantworten, weil auch hier muss man natürlich auch beantworten, wer war es, wie, wo war es, ne? Also diese ganz typischen. Und dann gibt es nochmal so ein bisschen so das Drumherum. Ja, und da gab es einige Sachen, wo wir dachten, hey, das war doch null. Ja, genau. Aber das war null, weil wir in einem bestimmten Moment haben wir etwas nicht gemacht. Und du kannst das im Nachhinein nicht nochmal machen. Das heißt, wenn du an einen Ort wiederkommst, dann ist diese Situation oder dieser Moment vorbei. Ne? Ja, das ist halt so. Deswegen, ich weiß nicht, wie das in den anderen Szenarien ist. Es könnte natürlich sein, dass uns persönlich, weil das ist manchmal ja auch einfach so, wir haben in dem Moment einfach nicht dran gedacht oder so. Und dass es bei anderen ganz anders ist. Aber es hat uns dann einfach so viel nicht Spaß gemacht, weil wir irgendwie nur durch die Gegend gehetzt sind. Und es hat irgendwie, da war nicht so viel Deduktionsaufwand dabei, wo man sich dachte, oh, der hat das doch gesagt und der hat doch das und das und irgendwie war da keine Kombinationsgabe gefragt. Ja.
Deswegen, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein sehr, sehr persönliches Erlebnis gewesen und alle anderen finden das vielleicht ganz, ganz toll, das Spiel. Aber uns hat es auf jeden Fall nicht gepackt und wir haben dann gesagt, ja, dann kann das auch ruhig gehen. Ich war ja sowieso... Zusätzlich zum Thema. Ich mag jetzt sowas so oder so nicht. Ich merke gerade, heute in unserem Gespiel sind alle Spiele, die so ein bisschen gefloppt sind. Es geht weiter mit Oltrey. Oltrey ist gezeichnet von Vincent Dutrey. Zufall. Und es ist ein kooperatives Spiel, wo wir, ähnlich wie bei Last Bastion, eine Burg verteidigen werden. Und es werden an allen Orten immer so Karten aufgedeckt mit verschiedenen Events, die da passieren werden. Wir werden eine Chronik spielen, die eine feste Story hat, die dann immer so durchläuft. Und wir werden halt relativ einfache Aktionen haben, wo wir von Ort zu Ort gehen, versuchen Sachen zu bereinigen, Rohstoffe zu kriegen, um Gebäude zu bauen, die uns nochmal stärker machen und unsere Mission zu erleben. Dann bei der Story-Mission gibt es halt so Sachen wie mit Drache und Prinzessin. Es gibt aber auch düstere, wo irgendeine Kobold-Armee ein Tor beschwört. Aber wirklich düster, wie es bei Mortum ist, wird es nicht. Nee, nicht so. Nicht so, nee. ja, ungefähr so. Also sehr märchenhaft, dass man das auch mit so 10-Jährigen spielen kann. Wir haben auch alle verschiedene Charaktere. Das Spiel sieht top aus, also es sieht richtig cool aus. Fandest du das, Wally? Ich muss sagen, für mich war es auch wieder nichts, weil es mir dann doch zu langweilig war von der Spielmechanik. Man hat natürlich das, was einen so catchen soll, sind natürlich die Ereignisse, dass man eben an die Orte geht und dann wird erstmal eine Karte gezogen und dann wird dir was vorgelesen, du darfst dann entscheiden. Aber eigentlich ist das sehr irrelevant. Das sind keine zusammenhängenden Geschichten. Das ist so ein bisschen, wir hatten dasselbe Problem bei Oben und Unten, wo du einfach irgendeinen Text gelesen hast und dann musstest du einfach nur noch entscheiden, was du wählst. Mission selber fand ich dann auch nicht schwer. Es war für mich einfach doch ein bisschen zu wenig. Ja, also da kann ich direkt sagen, ich habe Oltrey nämlich durchgespielt, dann solo. Natürlich ist es leicht, also es ist jetzt kein Expertenspiel oder so. Es geht in diese Richtung von Last Bastion, dass wir das so verteidigen müssen. Wo positioniere ich jetzt meinen Charakter hin und so. Aber es geht natürlich viel um dieses Erleben der Karten, der Chroniken. Und das fand ich halt wirklich interessant, diese Chroniken zu erleben, was da die Story ist, wie das da passiert. Dann kommt, ja, das ist wieder dieses Spoilern, das ist so nervig, ne? Dann passiert was an einem Ort und das baut sich mehr auf. Und was ich hier halt auch schön fand, war diese Variation der Chroniken. Also, dass man wirklich eins hatte, wo dann irgendwelche Kobolde ein Tor beschwören und so, was so ein bisschen düster ist. Dann hat man aber so ein klassisches mit so einem Liebesbrief und Königreichen, wo man auch gewisse Entscheidungen treffen kann. Und wenn man auf sowas steht, dass irgendeine Story erzählt wird und dass ihr, sag ich jetzt mal, das Gameplay funktioniert unterstützend für die Story, dann schaut euch Oltrey an. Wenn ihr aber sagt, ich brauche schon so eine Herausforderung und will nicht einfach meine Figuren von A nach B so ein bisschen bewegen und machen, was eigentlich logisch ist, und wenn jemand mir eine Karte vorliest, die so ein bisschen einfach nur über einen Bauern erzählt, der gerade irgendwie Gemüse anbaut, dann ist Oltrey, glaube ich, nicht so für euch. Aber wenn ihr eben dieses stimmige, schöne Artwork, richtig qualitative Produktion, also das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und Neil und Luke mochten auch mit den Pferden zu spielen. Das ist auch ein großer Pluspunkt. Und ihr wollt halt so eine Story haben und die spielt ihr dann auch, dann schaut euch Oltrey auf jeden Fall an. Es hat 5 Missionen, glaube ich, gehabt, die ich gespielt habe. Wenn ihr die dann alle auch einmal gespielt habt, dann werdet ihr sie nicht nochmal spielen, außer ihr wollt es unbedingt jemand anderen zeigen. Aber mich hat es dann gar nicht gereizt, es nochmal auszuprobieren. Also ich habe sozusagen durchgespielt und das war's dann. Ich fand es sehr amüsant. Es ist natürlich gameplay-technisch nichts, was einem vom Hocker haut, und man kann schnell das Gefühl kriegen, das ist hier eigentlich immer das Gleiche, was ich mache. Ich will eigentlich nur lesen, was da auf der Chronik steht. Kann man ja machen. Kann man machen. Nein, aber ich denke auch, besonders so als Familie, glaube ich, kann man das auch sehr, sehr gut spielen. Ja. Da würde ich nur empfehlen, als Familie, müsst ihr halt dann schauen, wie eure Kids drauf sind. Das allererste Szenario ist halt so mit Dämonen, die beschworen werden. Die anderen Szenarien sind nicht so. Ich weiß nicht, wieso die das als erstes Szenario genommen haben, weil das eskaliert so komplett so ein bisschen. Da fand ich dann ich glaube, das zweite oder dritte ist mit einem Drachen, das fand ich
persönlich spannender als erstes Szenario, weil beim ersten wird dann so ein Portal beschworen und da kommen richtig viele Gegner und vielleicht wollen die ja, dass man dann das Gefühl hat, okay, das Spiel ist echt krass so, aber ist es eigentlich nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel, das wir nicht machen. Ja, wir können das einmal überspringen und gleich darüber sprechen, bevor willst du ein Spiel das mögen, Gefühl haben, dass ich super unsympathisch ein bin. Ein Spiel, mochtest du das denn, das hier? Ja. Okay. Mind Management. Und ich habe den perfekten Soundtrack für dieses Spiel. Okay. Deathloop gibt einfach bei Spotify ein, passt perfekt. Man spielt in zwei Teams. Es gibt einmal das Mind Management. Da ist man alleine und man hat einmal noch die anderen. Das sind die einen, die sich verstecken und die anderen jagen die anderen. Also das ist so das Thema, finde ich. Ich fand, mein Management hat so dieses Thema, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, mit diesen Geheimagenten, die man sucht. Und du hast dieses Management, das versucht, andere Leute zu sich hinzuzuziehen, zu gewinnen, auf meine Seite. Und das wollen die anderen halt verhindern, weil das so eine Geheimorganisation ist, die eigentlich böse ist. Das ist so ungefähr die Story davon. Aber so Gameplay-technisch ist das natürlich total Banane. Ihr spielt also einfach. Das Gameplay selber ist, dass man, du als Management, du befindest dich auf der Karte und du bewegst dich die ganze Zeit. Du machst immer einen Schritt, danach sind die anderen dran, die dich natürlich suchen. Du hinterlässt die ganze Zeit so Hinweise. Ja, wie viele Palmen hast du berührt? Genau, und können so bestimmte Fragen stellen, sodass man halt eben Hinweise bekommt. Und das ist eigentlich, ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich fand es total interessant. Ich fand es total schwer herauszufinden, wo sich dieses Management versteckt. Weil wenn ihr nicht im Management seid, habt ihr so vier Charaktere und mit denen könnt ihr auch so Aktionen machen und ihr positioniert euch so ein bisschen auf der Karte, um herauszufinden, ist der da gerade, also weil ihr seht nicht, wo der andere ist, der macht das unter einem verdeckten Schirm, ist er gerade dort? Und man muss wirklich nachdenken, okay, er ist jetzt so gegangen, dann dahin, das macht bestimmt so Sinn. Und ähnlich wie bei Snake kann man nicht durch seine alten Wege gehen. Das heißt, man kann auch da so ein bisschen schauen, wie hat er sich bewegt. Es ist sehr rätselhaft, wo der sich befindet. Das macht Spaß, aber ich fand das für mich, deshalb wäre für mich dann so gut, wenn die Seite, weil die hat vier Charaktere, da können dann halt auch vier Leute spielen, die sich dann besser absprechen können. Ich war da jetzt alleine und habe die vier gesteuert, dann gibt es überhaupt gar keinen Downtime. Aber das fand ich schon sehr heavy. Ich war so, ich werde das eh niemals schaffen. So. Dafür gibt es dann aber die Seite des Mind Management, der halt dann die Wege geht und so. Und da hast du die ganze Zeit dieses Hihihi, der geht gerade falsch und so. Also das habe ich zumindest. Ja, weil wir haben das in beide Richtungen mal gespielt. Das heißt, einmal warst du das Management, einmal war ich das Management. Danach war ich wieder das Management. Bei dem anderen, da habe ich es eigentlich fast geschafft. Aber ich hatte am Ende 50-50 Chance zwischen zwei. Also ich hatte zwei Felder zur Auswahl, wo Christopher sein könnte. Und ich habe genau das Falsche gewählt. Das heißt, es war einfach nur Anfänge. Also ich habe es ist halt natürlich ein, ich weiß nicht wie groß, das ist 6x6 Feld. Das heißt, von diesen ganzen Feldern habe ich wirklich schon herausgefunden, wo Christopher sein muss, aber eben dann doch zwischen zwei entscheiden müssen und dann nicht gefunden. Ja, also aber auf jeden Fall noch, um das zu sagen, es ist halt wirklich so ein Logikrätsel, wo du wirklich gut aufpassen musst, wenn du natürlich zwischendurch nicht genau mitdenkst, da, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, da soll man nicht mit einem Zettel stehen und dann sitzen und die ganze Zeit alles aufschreiben, was er je gesagt oder getan hat, sondern du machst halt so, du hast so kleine Gehirne oder so Sprechgedanken. Ja, das sind Gehirne. Verteilst Gehirne auf dem Spiel. Genau, und da darfst du halt so deine Gedanken, sag ich mal, draufschreiben. Und zwar so, okay, der war, sein zweiter Schritt war dort und dann vielleicht ist es, wenn es noch nicht ein Fakt ist, dann machst du halt ein Fragezeichen hin oder du hast zum Beispiel auch deine Charaktere haben so Fähigkeiten, die sie aktivieren können und dann fragst du, okay, hier in diesem Raster ist, warst du da schon mal? Und dann sagt er ja und dann so, okay, wir sind gerade in der vierten, also der hat schon vier Schritte gemacht. Das heißt, 1 bis 4 ist dann irgendwo hier gewesen und so weiter. Also du machst es halt die ganze Zeit so Hinweise und musst die ganze Zeit ausschließen. Und ich finde, mir hat das mega Spaß gemacht. Ich finde es auch interessant, es macht Spaß. Ich finde das Thema dafür, dass es, ich finde, das Thema ist schlecht gesagt, aber das Artwork und die Aufmachung finde ich cool. Und wenn ihr halt Mission spielt, kommen immer neue Sachen hinzu, neue Karten hinzu. Genau. Und das
finde ich, ergänzt sich sehr schön und ist deshalb, finde ich, auch ein echt cooles Ding. Besonders, wie gesagt, wir haben es nur zu zweit gespielt, aber ich glaube, zu zweit oder zu dritt ist am interessantesten, weil sonst ist halt viel Besprechung, dass, glaube ich, das Spiel dann unnötig in die Länge ziehen könnte. Deshalb, ja, macht Spaß. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, das leider gefloppt ist. Also das muss ich definitiv so festhalten. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, Kinderzimmer. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe es öfter gespielt. Ich habe Menschen gezwungen, es mit mir zu spielen, die dann gesagt haben, ja, das Spiel war jetzt aber nicht spannend. Und zwar ist es... Flamecraft. Flamecraft ist ein Worker-Placement-Spiel, wo wir aber kleine Drachen positionieren und mit denen gehen wir an verschiedene Orte, an so Cafés und werden dort immer Aktionen ausführen, die auf den kleinen Karten stehen. Wir werden kleine Karten haben, die können wir dann auf den Orten ausspielen, werden versuchen natürlich viele Ressourcen zu sammeln und Punkte dadurch zu machen und es werden immer neue Karten aufgedeckt mit neuen Orten und die haben auch einen tollen Humor, so Freddy Mercury und all solche Sachen. Ganz süß gezeichnet, eine coole Neoprenmatte. Hat eigentlich alles, um ein gutes, leichtes Kennerspiel zu sein. Aber leider ist es langweilig. Leider sind die Aktionen, die man macht, nicht interessant. Man geht einfach nur zu einem Ort. Man nimmt dann sich die Sachen. Man spielt eine Karte aus, um vielleicht was mehr zu holen. Oder man erfüllt eine Mission, was total banal ist. Und wenn ihr dran seid, kann es dann auch wirklich sein, dass ihr viel macht. Ja, oder man könnte auch, das hatte ich bei einer Partie, da hat einer gesagt, wisst ihr was, ich könnte jetzt wirklich viel nachdenken, wie ich das mache, mache ich aber nicht, ich spiele jetzt nach Bauch, weil es ist nicht belohnend, viel nachzudenken. Es ist nicht so, wow, ich habe jetzt nachgedacht und das war jetzt voll cool, jetzt habe ich eine Ressource mehr rausgeholt. Und es war bei leider allen Partien, und ich wollte es wirklich mögen, bei allen Partien, die ich gespielt habe, waren alle meine Mitspieler so, nö, das war langweilig, lass mal was anderes spielen. Wieso haben wir das jetzt gespielt? Das hat so lange gedauert dafür, dass es irgendwie gar nichts war. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Nach meiner Erstpartie war ich nicht so, dass ich sage, das Spiel ist voll schlecht. Ich würde auch jetzt sagen, ich würde es mit euch mitspielen, wenn ihr das mit mir spielen wollt. Aber leider, alle, mit denen ich es gespielt habe, waren alle enttäuscht und hatten keinen Spaß dran. Und ich fand's okay. Aber dadurch, dass ich so viel negative Resonanz gekriegt habe, habe ich dann natürlich gesagt, ja okay, da macht es ja auch keinen Sinn, das auf den Tisch zu bringen. Wenn danach alle Mitspieler sagen, nee, das... Wollte ich noch ein Spiel. Ja, bitte nie wieder was spielen, Christopher. Mhm. Genau, also ich muss sagen, ich habe schon direkt nach der ersten Partie... Also ich glaube, die Leute haben das Gefühl, ich war gar nichts. Ach, naja, ein Mindmanagement mochte. Doch, Frosthaven. Ja, aber das haben wir gar nicht in diesem Video besprochen. Ja. Ich muss sagen, das Problem ist wirklich, dass das Spiel sich aufspielt und irgendwie mehr sein möchte oder mehr sein muss eigentlich für das, was es da auf den Tisch bringt, weil das natürlich viel Platz einnimmt. Selbst zu zweit hast du viel Platz, dass du einnimmst. Du hast halt mehrere Drachenarten, eben mehrere Farben. Das heißt, du kannst da Fleisch, Feuer und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz viele Sachen. Und jede dieser Drachenarten hat auch immer eine andere Fähigkeit. Aber gefühlt macht das keinen Unterschied. Also gefühlt hast du die freie Wahl. Du kannst dich alles da hinlegen. Du kriegst dann immer neue Karten auch zurück und so weiter. Und dann geht, es spielt sich mehr auf, als die Schwierigkeitsstufe das aber hergibt. Also das ist viel zu einfach. Also, cooles Spiel von der Optik, aber leider kein gutes Spiel. Wollen wir noch eins machen? Ja. Okay, ein Top oder Flop, was sagt ihr? Komm, Top, sonst weinen die Leute. Okay, ein Top habe ich auch jetzt bei meinem beim Podcast gesprochen. Ja, toll. Bullet Star. Ja, toll. Also ich schätze einfach mal, dass das für dich auch einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Bullet Star ist ein Spiel von Level 99 Games. Das ist, glaube ich, ein asiatischer Verlag. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber scheint so. Wir spielen hier so Anime-Girls und es ist ein Echtzeit-Tetris-Spiel, so sage ich es jetzt einfach mal. So Battle Royale-mäßig. Weil wir werden spielen, bis der Letzte lebt. Es gibt hier verschiedene Modi, auch so einen Bosskampf und so, den haben wir jetzt noch nicht gespielt.
Und wir werden hier aus einem Beutel so Bullets ziehen, so Plättchen, und da ist dann eine Zahl drauf von 1 bis 4. Und dann muss das auf unserem Raster 3 runter oder 4 runter und überspringt andere Dinger. Wenn es dann ganz unten ankommt, kriegen wir einen Schaden, ist unser Schaden voll, haben wir verloren. Wir werden aber versuchen, die mit Aktionspunkten auch noch hin und her zu schieben, weil wir haben unten so Aktionskarten, die wir auslösen können bei bestimmten Mustern. Und dann werden dort bestimmte Bullets weggenommen und wir legen die dann zum linken Mitspieler und der kriegt dann später in seinem Beutel die noch zusätzlich dazu. Das heißt, das eskaliert immer ein bisschen mehr. Und beim Spiel haben wir einen Timer von 3 Minuten und es gibt einen Soundtrack auf Spotify, YouTube und so weiter, der immer 3 Minuten ist und der Soundtrack ist richtig nice, ist richtig Anime-nice und das ist im Grunde das ganze Spiel und das ist cool. Fertig. Ja. Ja. Super. Ja, du hast halt mehrere Charaktere, die du spielen kannst, die dann auch eine Fähigkeit mit sich bringen. Die Zeit läuft und dann spielst du einfach und versuchst, so schnell wie möglich da Ordnung zu halten in deinem System. Ist für mich eine richtige Überraschung, richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, weil oft sind so Spiele, wo so Anime-Sachen gezeichnet sind, irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht wieso, es ist so eine Regel. Alles, was ich bis jetzt gespielt habe, war nix. Und das war wirklich so, falls ihr mal auf der Switch Tetris Battle Royale gespielt habt, das fängt dieses Gefühl richtig ein. Man ist nicht gestresst jetzt bei diesen 3 Minuten, aber man muss halt schon schnell handeln. Ja. Und ich finde auch den Soundtrack cool. Ich freue mich dann immer auf den nächsten Song, der da kommt. Mhm. Und der Simon, mit dem ich den Podcast mache, der hat auch gesagt, bei ihm war ein Song in seiner Top-Jahresrückschau bei Spotify. Mhm. Gut, das waren ein paar Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Bisschen viel Kritik an den Spielen, die wir gespielt haben. Aber so ist das. Mhm. Sagen halt einfach unsere Meinung. Und bald gibt es auch ein Video zu den anderen Spielen, die wir gespielt haben. Da habe ich so die guten Sachen. Wobei da auch wieder eins ist, dass du total nicht mochtest und ich total mochte. Seid da gespannt drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, eure Brettspielgeeks. Tschüss.